Hallo und herzlich willkommen bei Fishing Planet mit Denden. Diesmal geht es um den kalifornischen Blötzel. Ja, mal wieder ein ganz kleiner Fisch, der neu dazugekommen ist. Und zwar in Kalifornien, wie ich schon gesagt habe. Ja, der recht einfach zu fangen ist. Mal wieder ein richtiges Monster hier. Schön in der Sonne. Ja, den lassen wir natürlich frei. Vielleicht wird er mal größer. Okay, und zwar um 7 Uhr morgens. Und zwar mit Grießkugeln. Man sollte mit dem Haken mal wieder nicht übertreiben. Wie bei den anderen kleinen Fischen auch. Hakengröße 10 hier. Reicht völlig aus. Und funktioniert, wie ihr seht. Einmal hier schon mal gefangen und einen habe ich an der Stelle gefangen. Ich habe vorher mit Dykebällchen probiert, funktioniert auch, aber ja so lala, sage ich mal. Mit den Grießbällchen sollte es eigentlich besser gehen, ist etwas einfacher. Das ist jetzt nicht der richtige Fisch. Das Problem ist, hier beißen auch die blauen Sonnenbarsche. Ich vermute, es gibt hier noch andere Spots, aber ich habe jetzt diesen Spot hier gefunden. Ich bin damit zufrieden. Man kann ja den Fisch fangen. Und ja, man sollte hier jetzt, gleich, ich hoffe, da beißt gleich noch was. Man sieht auch hier den Fisch unten. Ja gut, es ist jetzt ein blauer Sonnenbarsch, sogar eine Profigröße. Uiuiui, jetzt geht's aber ab hier. Ja, man sollte halt mit der Tiefe nicht übertreiben. Ich habe jetzt hier 35 cm an dieser Stelle. Wenn ihr ein bisschen tiefer geht, dann steht eure Pose nicht mehr, genauso wie hier. Zeit ist, ich vermute, ist recht egal, also bei dem Fisch. Ich glaube nicht, dass die da extra Zeiten für reingemacht haben. So, das Wichtige ist der 10er Haken, Grießkugeln. Es geht auch, wie gesagt, mit Teigbällchen, habe ich auch schon eingefangen. Mit den Wachswürmern wird es auch gehen. Und Regenwürmer geht es auch. Also es gibt Marshmallows, geht es auch. Maden. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, ihn zu fangen. Ich würde es sogar mit Maden eher probieren. Müsste eigentlich gut gehen. Ja, Tiefe 35. Jo. Das war es eigentlich schon mit dem Fisch. Und es folgen insgesamt noch 2 Fische vom neuen Update, die ich bis jetzt noch nicht gefangen habe. Ja, und ich hoffe, euch gefällt es. Ich sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.